Ach du Kacke. Immer noch ach du Kacke. Ganz eindeutig. Wenn wir das runterziehen. Bleib mal hier dran, Mädchen. Ja. Nein. Ja. Genau so. Genau so bleib. Du bleibst hier drauf. Brav. Kann ich das nicht irgendwie da randitschen, dass das auch kaputt geht? Nee. Geht nicht. Okay. Hat es fast. Mann. Wie soll ich denn hier... Ich hab's. Oh, dein Ernst? Hast du das Ding jetzt wieder hochgezogen? War ja auch nicht schon Pain in the Ass genug, das Ding hier rumzufrieden. Oh, und zweiten rein. Ist sicher, ist sicher. Ach du Scheiße. Also an sich, ne? Und sich müssten wir. Nein. Weg. Weg damit. Tu es weg. Oder tu es hier. Tu es einfach. Ja. So. Immer schön. Ja. Warte. Ja. Jetzt haben wir es doch. Gott. Ich weiß nicht, ob die anderen Leute, die das spielen, das so machen. Aber das ist so meine Art, das hier irgendwie hinzugehen. Oh, Mädchen, komm jetzt. Kannst du... Ja, immerhin. Jetzt sind wir schon mal zum zweiten gekommen, das ist ja schon ein Vorteil. Gib mir das. Ja, genau, so wollte ich es nicht haben, danke. Och, Freunde. Komm jetzt. Dein Ernst. Jo. Ja. Ja. Nee, fast. Ja. Und jetzt. Alles klar. Wow, was geht ab? Ist das gut, wenn ich da... Ich weiß nicht, ob ich da drauf ditschen will. Ich würde ja eher sagen, ich muss hier hoch. Ach, da ist gar nichts. Genau. In meine Höhle zu kommen. Zerschmettert sie. Nutzlose Lakaien hier, Menschen. Stellt euch der Macht des Koboldkönigs. Ach, du hast doch nicht drauf, Freund. Du hast doch nicht drauf. Oh Gott, du hast. Der ballert doch seine eigenen Leute um. Jo, kannst du mal. Ja. Und der ballert seine eigenen Leute um. Also, sorry, aber irgendwie. Oh, verdammt. Komm schon. Ist er? Ja. Endlich, Schätze. Ich werde diese Krone behalten, wenn es euch nichts ausmacht. Hurra! Wir haben die Hallen für Ihre Majestät gesäubert. Und unser eigenes Königreich wird bald wieder sicher sein. Sollen wir zum Haus zurückgehen? Nicht so schnell. Ich möchte mich zuerst umsehen. Vielleicht finden wir diesen königlichen Schatz, den Rosabelle erwähnt hat. Warum wackelt das jetzt an? Müssen wir?
Ist das in Ordnung, wenn ich da reingehe? Oder hat wer was dagegen? Ich gehe dann einfach mal, ja. Oh Gott sei Dank. So. Seht, das ist Isabel. Da steht ihr Name drauf. Ja, Rosabels Schwester. Die, die früher das Portalmedaillon hatte. Ja. Wo ist sie denn jetzt? Gib mir das. Gib mir das. Liebe Isabel, Glückwunsch zum 18. und dazu, dass du nun Kronprinzessin und Thronerbin bist. Ich habe zur Feier eine Überraschung im Keller vorbereitet. Es muss unser Geheimnis bleiben. Geh durch den Waschraum und triff mich dort. Rosabel. Ich ahne Schlimmes. Hey Trine, schönen guten Tag. Das Seelenartefakt. Eine große Macht. Ich könnte dich mit ihm zurückbringen und das Königreich wiederherstellen. Kann es sein, dass du deine Schwester umgebracht hast? So ein bisschen. So ein Müh vielleicht. Kommt schon, folgen wir ihm. Flupp. Und zum Außen in der nächsten Schlamassel. Nach dem Kampf gegen den Koboldkönig durchsuchten die Helden das Schloss. Sie fanden seltsame Hinweise auf eine weitere Prinzessin. Anscheinend hatten sich Isabel und Rosabel einst sehr nahe gestanden. Aber was ist ihnen zugestoßen? Obwohl Amadeus es nicht wollte, führte Zoya sie zu den Kellern, um die Geheimnisse zu ergründen, die im Dunkel verborgen lagen. Ei, ei, ei. Wir sehen uns hier nur schnell um und gehen dann wieder nach oben, ja? Nein, wir gehen erstmal ganz unten. Rennt um euer Leben! Was ist denn das für ein gottloser Albtraum? Trine! Trine! Komm zurück und bring mich nach Hause! Ich halte das nicht mehr aus! Das ist wahrscheinlich nur ein klitzekleiner Teil von einer Riesenkrabbe. Klein? Das hier? Ach, du bist keine Hilfe. So, lutschen wir mal das Ding hier. Da wir ja höchstwahrscheinlich hier hoch müssen. Warte, das kriegen wir hin. Tun wir das weg. Ja! Und jetzt Säure? Sie wird sich nicht durch meinen Schild fressen. Ich habe ihn gerade letzte Woche beim Schmied Säure festmachen lassen. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh! Oh. Ja, nee, nee, nee. Weg mit euch. Du kannst mal in die Säure gehen hier, viel Spaß. Au! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah. Oh, oh, okay. Ich glaube, ich weiß es. Ran geditscht. Ah, da oben. Ja. Ich glaube, den habe ich gerade ein bisschen falsch hingesetzt. So ist besser. Nein, warte. Warum? Tu das weg. Tu das ran. Klopp. So. Ja. Okay, dann sind wir zumindest schon mal hier oben. Und können dann das Ding darüber schießen. Und können dann hoffentlich theoretisch sogar zumindest hier irgendwie hochkommen. Au! Kinders. Au! Ich hab mit so einem Scheiß zu werfen. Alter Vater. Genau. Erstmal tun wir hier oben den Ding ran, Ditchen. Kannst du dich an dem festhalten? Nee, natürlich nicht. Ah, okay. Kannst du da irgendwas machen, Dude? Nee, nee. Ja, nee, ich dachte eher an da so. Auch nicht. Okay. Ah, das wird uns höchstwahrscheinlich auch nichts bringen. Das ist eindeutig zu sehr im Kippen. Was machen wir denn jetzt hiermit? Wir müssen hier raus.
Bin mir echt unsicher gerade. Weil, ne? Ich meine, der gute Dick ist ja auch nicht gerade der Schlankste. Ich dachte aber eher an, dass du das Ding hier kaputt machst. Nee, nee. Machst du Mist, Freund. Hier, dahin sollst du schießen. Das ist blöd jetzt. Nein! Lass mich rein. Oh Gott. Okay, wir kommen hier irgendwie nicht hoch. Das ist gerade ein bisschen blöd. Also mir fällt jetzt auch gerade nicht so viel ein, wenn ich auch nicht bin. Wenn sich mich aus dem hier rausticken. Und das, ich meine ja schon, die Puppe, die bewegt sich ja schon. Ne? Aber, ne? Mehr mäßig dann leider Gottes auch nicht. Ah, vielleicht. Vielleicht weiß ich es. Nein, nicht du. Nein, falsche Richtung. Da. Das kommt gar nicht bis dahin. Schon ein bisschen tricky gerade. Wie macht man das jetzt? Und jetzt ohne. Mal kurz zurückgehen, vielleicht. Ah, hier ist ja ohne. Kannst du nicht da hochschießen? Das bringt ja nichts. Wir sind ja von da gekommen. Ne? Von hier sind wir gekommen, von hier unten. So, also wir sind schon richtig, aber wie soll ich denn da jetzt rankommen? Auch nicht. Ich dachte, vielleicht kriegen wir es so hin, dass das Zeug hier auf den Stein ditcht und dann halt irgendwie, weiß ich nicht, aber das bewegt sich ja, aber irgendwie auch nicht. Ah, irgendwie auch nicht. Hilf mir doch mal. Spiel, hilf mir. Denn ich weiß es leider Gottes nicht. Bringt alles nichts hier. Bringt uns alles nicht. Ich bin gerade überfordert. Aber echt überfordert. Also nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich so ein. Schon so, der ist ja, sehr. Hier ist ja nichts, was Holz ist. Zwei Stein. Ja, bis zum Ende durchlaufen und dann gucken, dass ich hier irgendwie hochkomme. Das bringt auch nicht. Oh Gott. Ja. Ja. Ja, warte, kriegen wir hin. Dauert nur ein bisschen. Müh. Jetzt habe ich mein eigener Kubus fast gedisst. Und jetzt hat er mich gedisst, weil er sich bewegt hat. Schön. Das will ich nicht. Genau. Das
dauert hier noch ein bisschen. Oh Gott.